Blöder Baum. Yeah. Lamp City. They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life and gonna. So, willkommen zum neuen Video. Ich hab's jetzt doch mal gewagt. Ich hab ein Mikrofon reingemacht in meine neue GoPro. Es wird sich dann zeigen, ob man das versteht. Das werde ich dann nachher erst am Video sehen. Und zwar habe ich es unterm Wangenpolster versteckt, damit es nicht ganz so. Damit der Wind nicht so reinpustet. Mal gucken, ob es was bringt. Ich habe eigentlich gesagt, das nächste Video kommt aus Langensteinbach, aber ich hatte jetzt so Bock, mein Moped zu testen, dass ich jetzt eine Runde fahren gegangen bin. Dann sehe ich wenigstens, ob es in Langensteinbach nachher funktioniert. Ah gut, hier liegen neue Baumstämme. Scheiße, das Video mit der Technik, mit den Hindernissen wäre jetzt hier perfekt gewesen, gell? Aber ich habe jetzt die andere Kamera nicht dabei. Das machen wir aber noch. Das ist ja noch, ewig liegt das noch hier so rum. Jetzt checken mal die neuen Sachen aus, die hier so liegen. Wäre von der Seite interessanter als von der anderen. Einen kleinen Tipp für Hindernisse kann ich euch schon mal geben. Und zwar, wenn so wie da ist, dass hier Erde davor aufgeschüttet ist, so wie das hier, oder wie der Stein, oder wie auf der rechten Seite von dem Baumstamm da hinten, dann muss ich einfach nur, fährst einfach hin mit dem gleichen Gas und lehnst dich ein bisschen zurück und gibst einfach weiter Gas, das hüpft automatisch da drüber. Da musst du eigentlich gar nichts beachten. Ganz einfach, ihr nehmt einfach, braucht nicht mal viel Schwung nehmen, fahrt in der gleichen Geschwindigkeit daran und bleibt am Gas. Und ein bisschen nach hinten lehnen. Das springt einfach von selber drüber. Oder wie bei dem Teil hier geht das gleiche. Da muss nicht mehr irgendwas anheben. Ganz einfach drüber fahren. Also Tipp Nummer 1, wenn irgendwo irgendwas aufgeschüttet ist, könnt ihr es einfach immer ohne irgendwelche Technik springen. Ihr müsst nicht mal vorher einfedern, könnt ihr, dann springt es noch besser. Aber so kann man einfach drüber fahren. Anders schaut es dann bei solchen Sachen aus. Aber das machen wir in einem extra Video mal. Das war jetzt nur so nebenbei. So Hindernisse machen mir immer voll Spaß. Ich weiß auch nicht warum. Finde, es macht richtig Laune. Ach, scheiße. Der schafft schon, da passiert nichts. Das ist ja eigentlich nicht. Das ist ja eigentlich nur wie so ein Erdhugel, den man einfach hüpfen muss. Du hast das Ding im Hinterrad gestriffen, gell?
Ich wette, wenn nur das Ding da stehen wird, wird es bis dahinter springen. Go. Jetzt bist du halt unter Zugzwang. Eigentlich. Schon, gell? Wenn du das erste Mal machst, dann geht's ja natürlich. Ja, das Ding ist halt echt Kopfsache. Ich verlinke euch das Video, wie wir das Hindernis gebaut haben damals. Ja! Noch ein Stück weiter vielleicht. Schön aus die neue GoPro. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wollte die GoPro testen. Ich hoffe, das mit dem Mikro hat geklappt, weil dann wird es ein cooles Video. Und wenn mein Internet das zulässt, lade ich das jetzt auch gleich noch hoch. Dann bis zum nächsten Video aus Langensteinbach. Tschüss.